Herzlich willkommen zum ersten Live-Talk auf der Bühne des X-Heinz hier in Berlin. Freue mich, dass ihr alle da seid und freue mich sehr, die zwei verzweifelten IT-Techie-Väter mit zu viel IP-Raum hier begrüßen zu können, die uns ein bisschen was darüber erzählen werden, wie es so ist mit der Digitalisierung im Bildungssystem. Nicht nur wegen Corona, aber wegen Corona noch ein wenig intensiviert dieses Jahr. Und wir freuen uns auf einen zarten Rückblick und ein paar Ausblicke. Und damit gehört euch die Bühne. Dankeschön. Danke. Ja, hallo, sagt man schon guten Abend, stockendunkel draußen, ne? Hallo da draußen, total ungewohnt, ohne Publikum. Ich weiß gar nicht, man spricht so ins Leere hinein, ne? Wir freuen uns trotzdem, hoffen, dass total viele Leute zuhören, zuschauen. Und wir erzählen euch heute ein bisschen was über Cyber for Edu und InfraRun und unsere Odyssee auf dem Weg zu mehr Bildung in der Bildung in Sachen Digitalität. Ich bin Steini. Ich bin der Micha. Und ja, vielleicht fangen wir mit der Historie an. So ein bisschen was erzählt, wie wir auf die Idee kamen, wo das herkam. Wir sind nämlich einfach Väter an zufällig derselben Schule mit Kindern, die, ja, Kindern von Nerds, ne, an normalen Schulen. Das ist klar, das gibt Probleme, da gibt es sofort Kritik, was den Datenschutz angeht. Dann gibt es sofort die Frage, wo ist denn hier jetzt eigentlich der digitale Unterricht und so weiter. Das hat vor ein paar Jahren angefangen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Erzähl mal. Ein paar Jahre, 13 Jahre ist es, glaube ich, jetzt her, dass wir erst getrennt, dann zusammen versucht haben, da irgendwas zu verbessern. Und nachdem wir dann sowas wie WLAN, Laptop sagen wir mal, die iPads und so Dinge versucht hatten zu reparieren. Also nicht nur wir alleine, sondern mit anderen Eltern an den Schulen, an denen wir unterwegs waren, ist dann irgendwann der Punkt erreicht gewesen, wo wir das Gefühl hatten, dass es zu wenig ist, so im Kleinen-Kleinen sich um diese einzelnen Dinge zu kümmern, sondern wir haben irgendwie gedacht, wir brauchen ein ordentliches Fundament. Wir müssen uns erstmal Gedanken machen, was wollen wir eigentlich an der Schule und was wollen wir nicht an der Schule. Und sind dann darauf gekommen, uns Gedanken um ein Leitbild zu machen und um Datenschutzrichtlinien. Und ja, das hat dann ja dazu geführt, dass wir beim letzten Kongress, 36C3, die Idee hatten, mal zu gucken, wer denn vielleicht noch so wie wir über das Thema denkt, und haben Workshops angeboten und hatten einen überraschend erfreulichen Zustrom an Menschen, die aus sehr unterschiedlichen Ecken kamen, Pädagogen. Also, total überraschend, ne? Dass es jede Menge Leute gab, die das eine gute Idee finden, und die auch fanden, dass Digitalisierung und nicht nur Umgang mit digitaler Technik, sondern auch der Umgang mit den Daten der Schülerinnen und Schüler an Schulen, dass das im Argen war. Unsere Strategie, und die haben wir dann auch versucht zu vermitteln als ja so ein bisschen Blaupause dessen, was so funktionieren kann. Unsere Strategie an unserer Schule war, zunächst mal tatsächlich ein Leitbild herzustellen, also einfach mal hinzuschreiben, was die gemeinsamen Werte sind in der digitalen Welt. Das führte direkt schon mal dazu, dass es ein paar Lehrkräfte gab, die sich erstmals damit auseinandersetzen mussten, durften, die auch Zeit dafür gekriegt haben. Und dabei ist ein Papier entstanden, eben das digitale Leitbild, mit den man dann wedeln kann. Und es sind ja so, Schulen sind ja auch so Strukturen, die funktionieren tatsächlich einfach besser, wenn man mit dem Finger auf ein Stück Papier zeigen kann und sagen, da steht aber, dass wir das und das und das alles so sehen. Und wenn wir das so sehen, wie zum Beispiel, dass Privatsphäre von Kindern besonders schützenswert ist, dann können wir bestimmte Dinge einfach mal so nicht machen. Und das war dann immer, das war sozusagen das Fundament, die Basis, auf dem wir dann unsere Argumentation aufbauen konnten und alle auch damit abholen können, zu sagen, wir haben gemeinsam entschieden, was das Leitbild ist, dann müssen wir jetzt aber auch unser eigenes Leitbild nicht mit Füßen treten. Das ist ganz wichtig. Das zweite Standbein war dann die Hardware, also die Netzwerkinfrastruktur so zu bauen, dass man überhaupt digitale Medien verwenden kann. Ne? War ja auch eine Herausforderung. Ja, so ein bisschen WLAN und breites Internet oder ausreichend breite Anbindung hilft natürlich ungemein. Ja, und wollen wir dann auf die Zeit nach dem 36C3. Ja,
Genau. Also damals, vor ungefähr einem Jahr. Das war gerade erst, ne? Ja, das stimmt. War das mit der Pandemie, man glaubt es nicht, noch nicht ganz so bei uns präsent. Ne? Es war ja Dezember, Januar. Da haben wir vor allen Dingen die Idee gehabt, wir könnten mal damit anfangen, eine Checkliste zu entwickeln. Also die Gruppe, die am Tisch saß, hat es gemeinsam für eine gute Idee empfunden, mal zusammenzuschreiben, was könnten Kriterien sein, die Schulen oder die Entscheidungsträger im schulischen Umfeld vielleicht an die Hand bekommen sollten, um jetzt mal den Blick auf alles, was uns relevant erscheint, beim Entscheiden für eine Software, für eine Hardware oder für eine Lernsoftware, was da von Bedeutung sein kann. Und das war das erste größere Projekt, was uns bis heute begleitet, an dem wir damals angefangen haben zu arbeiten. Da aber damals auch schon für uns immer mehr klar wurde, dass Microsoft, also dass die großen amerikanischen Anbieter sich ausbreiteten an den deutschen Schulen und wir irgendwie uns als kleine Gruppen überlegt haben, was können wir tun, um da vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit und ein bisschen ein Sand im Getriebe, ein Sandkorn im Getriebe zu sein, kamen wir auf die zweite Idee damals, das war unsere DSGVO-Anfrage, die wir gemeinsam entwickelt haben mit der Zielsetzung, den Schülerinnen, den Mitarbeitern und allen Betroffenen, den Eltern auch etwas an die Hand zu geben, womit sie einfach mal kritisch nachfragen können, ob denn an ihren Schulträgern die relevanten Fragen, die die DSGVO seit 2 Jahren gesetzlich festgelegt halt fordert, mal zu stellen, ob die überhaupt gestellt wurden. Das lief dann mittelgut, weil es erstmal schwer fiel, Menschen zu finden, die den Mut aufgebracht haben, so eine Anfrage zu stellen. Und dann haben wir im tapferen Selbstversuch, habe ich auch unter anderem mal so eine Anfrage selber gestellt und musste feststellen, dass das schwer missverstanden werden kann und dann doch in Folge zu gravierenden Problemen führen kann, wenn man eine solche Struktur wie einen Schulträger und Schule mit den Punkten einfach konfrontiert. Sie waren überfordert und es war kompliziert. Wobei, das hat sich über das ganze letzte Jahr hingezogen. Ne? Ich finde aber trotz allem, wenn ich mal so sagen darf, trotz aller Schwierigkeiten, die das mit sich gebracht hat und es hat 2 Dinge doch gezeigt. Erstens, dass es bitter notwendig ist, dass wir uns damit auseinandersetzen, weil das ganz viel und ganz oft überall, gerade bei den Schulträgern, deren Aufgabe es ist, dafür zu sorgen, dass das alles gut läuft, das Verständnis einfach nicht dafür da ist. Und auf der anderen Seite ist auch wichtig ist, weil es zeigt, und das ist vielleicht auch ein bisschen eine Kritik mit an uns, dass es total hilfreich ist, mehr, noch viel mehr zu kommunizieren und nicht zu erwarten, dass die Menschen das alles von alleine wissen, sondern, und das ist auch so ein bisschen das, was wir daraus gelernt haben, dass es viel, viel, viel wichtiger ist, den Menschen zu erklären, warum es wichtig ist, so ähnlich wie es vor 40 Jahren noch wichtiger gewesen wäre, den Leuten zu erklären, warum Klimaschutz ein wichtiges Thema ist. Und nicht erst jetzt, wo das Kind im Brunnen ist. Also wir versuchen jetzt sozusagen hier nicht nur jetzt den Zeigefinger zu heben, sondern auch zu erklären, warum. Und dann eben nicht nur zu sagen, das geht so alles nicht, sondern, und das ist, glaube ich, darum geht es bei Cyber4Edu im Wesentlichen, auch die Frage beantworten zu können, ja, was machen wir denn stattdessen und wie geht's denn? Ja, da kommen wir ja dann nahtlos zum Beginn der Pandemie. Genau. Als das dann an den Schulen, wo wir jetzt direkt über unsere Kinder involviert waren, sich androhte, dass das erste Mal Homeschooling ein Thema wird, haben wir dann gedacht, ja, wir brauchen nicht nur immer die ganze Zeit zu sagen, was alles nicht geht und was doof ist und was falsch ist, sondern wollten eben, genau wie Steini eben sagte, zeigen, dass es auch im Konkreten gute Lösungen gibt. Und haben dann gemeinsam mit Freunden in unserem Umfeld angefangen, Infrastruktur aufzubauen. Erstmal ganz klein, Jitsi und ein bisschen WordPress und was uns gerade für passend erschien, um möglichst schnell in einer Schule, wo noch nicht mal es einen Weg gab, von Schule zu Schülern zu kommunizieren, die Voraussetzungen innerhalb von 14 Tagen waren es, glaube ich, zu schaffen, um dann am Ende 600 Schüler ins Homeschooling zu schicken und trotzdem noch zu erreichen und mit ihren Aufgaben zu versehen. Und dann hatten wir das erste Mal einen Jitsi-Server am Start, der nach einem ordentlichen Crash dann irgendwann auch ganz gut funktioniert hat. Ja, ne? Ja, da haben wir ganz doll schnell ganz viel gelernt für solche Dinge. Ja. Und auch festgestellt, wie schwierig das ist. Aber wir haben auch gelernt, dass es
diese Menge an Aufwand, die man treibt, und das ist ja ein Problem, das alle Schulen betrifft, für eine Schule alleine, also uns ist sozusagen im Machen klar geworden, wie hoffnungslos das eigentlich ist, dass eine Schule daherkommt und sagt, wir wollen das jetzt, wie machen wir es denn jetzt? Weil das waren einfach viele hundert Stunden Arbeit und das kannst du im schulischen Umfeld mit deinem LehrerInnenbudget, das geht gar nicht. Und daraus kam dann immer mehr der Entschluss und die Idee dahinter, dass die Synergien zu nutzen. Und wenn man es für eine Schule kann, kann man es auch für mehrere Schulen. So haben wir es dann angefangen zu so ein bisschen, ja, zu überlegen, wie skalieren wir das? Wie können wir das anderen auch anbieten? Was sind eigentlich die Lösungen, die gefragt sind? Jetzt waren wir halt sehr auf Videoconferencing geprimed in dem Moment, weil das war das, was wirklich gebraucht wird. Aber wir haben auch gemerkt, dass Videoconferencing noch keinen digitalen Unterricht macht. Genau. Ne? Der entscheidende Punkt war, glaube ich, auch, dass wir eben es durch die Unterstützung, die wir bekommen haben, sowohl von der Schule als auch aus unserem Umfeld, eben es geschafft haben, nicht nur die Infrastruktur hinzustellen, sondern auch in einem offensichtlich ganz geeigneten Maße die Pädagogen und die Schüler an die Hand zu nehmen und dort Angebote machen zu können, dass es dann auch verstanden und genutzt werden kann, inklusive allem, was eben dazugehört. Das Gefühl, wir haben uns tatsächlich, will da auch nochmal ganz großen Respekt bezollen, uns gegenseitig an die Hand genommen. Ne? Also da waren einfach auch total so viele tolle Lehrerinnen und Lehrer dabei, die sich haben anstecken lassen und die uns angesteckt haben, sich das gegenseitig, das fing an, richtig Spaß zu machen. Mit dem ganzen Stress, den es war, hat es Spaß gemacht, weil es funktioniert hat. Die haben angefangen, dann einen Podcast zu machen. Jeden Morgen im ersten Lockdown gab es einen Podcast. Oh, ihr müsst euch das vorstellen. Wir sitzen dann immer vor diesen Statistiken und dann geht so Ramp up 450, 500 User im Videoconferencing einer einzelnen Schule. Das war schon massiv so. Und dann, ich sehe ja meine Kinder sozusagen dann da sitzen und Homeschooling machen. Witzige Anekdoten und die haben sich so, also alle gemeinsam so viel Mühe gegeben, das rund zu machen, zu einer echten, zu einem Erlebnis zu machen. Und die gute Laune hat sich gegenseitig angesteckt und es hat dann technisch gut funktioniert. Die haben sich drauf eingelassen. Sie sind uns treu geblieben, insofern zumindest in gewisser Weise. Ja. Und dann hatten wir noch nicht genug und haben dann drüber gesprochen. Wir hatten ja Cyber4Edu, wir hatten all die Menschen, die sich dort wöchentlich in unterschiedlichsten Arbeitsgruppen zusammengetroffen haben, um eben über der technischen Ebene auch alle Aspekte, die relevant sind, zu bearbeiten, und haben dann aus diesem Kontext heraus den Entschluss gefasst, wir wollen das, was wir jetzt hier gelernt haben, verbreiten, erzählen, und haben dann auch schnell andere NGOs und Schulen gefunden, die Interesse hatten, sich mit uns auf das Abenteuer einzulassen. Und so kam dann irgendwann Big Blue Button auf den Plan. Ne? Ja, genau. Jitsi, ja. Weil es eben für den Unterricht im Detail dann doch nicht ganz so geeignet erschien wie Big Blue Button, uns dann entschieden, nochmal von vorne die Lernkurve zu durchlaufen und zu schauen, wie man jetzt at scale das Ganze für Big Blue Button und viele hinbekommt. Ja, genau. Und da hatten wir direkt auch die Herausforderung, weil wir damals ja in der Euphorie der Situation auch mit stolz geschwellter Brust hatten also unseren ersten kleinen Big Blue Button am Laufen, so ungefähr. Auch mit der Hilfe, Respekt und Dank nochmal an ZenfCall, die uns da ganz viel unterstützt haben, auch an ganz vielen anderen Leuten, die uns auch geholfen haben. Also das ist auch der Vorteil in so einer Community, dass man sich einfach gegenseitig hilft, weil niemand das als Konkurrenz empfindet, sondern es geht darum, mehr Open-Source-Software zu verbreiten. Dann kam nämlich irgendwie eine Veranstaltung unserer Digitalbeauftragten der Bundesregierung, Dorothee Bär, Digitalität 20, und die sollte dann mit Zoom laufen. Oder war es WebEx? Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Eins von diesen unsäglichen Datenschleudern. Und wir dann so, nee, das kann doch nicht sein. So, man kann doch jetzt nicht eine Veranstaltung in der Pandemie zur Zukunft der Digitalisierung von Schulen und dann direkt mal mit Zoom oder WebEx, haben wir dann zumindest mal behauptet, das wäre nicht so eine gute Idee und es ginge doch auch anders, und hatten aber nicht damit gerechnet, dass das sofort backbounced. Und dann kam über Kontakte die Anfrage, ja, okay, könnte es denn anders? Und wir so, ja, scheiße, okay, jetzt müssen wir wohl, und haben das zugesagt. Was war die erste Zahl? Inwiefern, welche meinst du? Die Anzahl der NutzerInnen, die angekündigt waren, waren 10.000 oder 15.000. Ja, es waren... Das war gewaltig, das hatten wir bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen. Samstags sollte es losgehen, ich glaube von Donnerstag auf Freitag wurde die Zahl nochmal um 10.000 nach oben korrigiert. Ja.
Kombination aus Streaming und Barcamp, muss man dazu sagen. Also Barcamp vom Konzept her, sollten nach einem Stream auf verschiedenen Channels sozusagen immer jeweils 10 Leute in einen Videokonferenz-Call und dann über die Themen diskutieren, das alles aufschreiben und zurückgeben an die große Gruppe sozusagen. Ja, das war das Konzept. Was ja dann auch noch ein bisschen Softwareentwicklung mit beinhaltet, genau, hat, weil Teile der notwendigen Software existierten gar nicht. Ja. Aber was soll ich sagen? Es hat funktioniert nicht. Es waren keine 10.000, es waren am Ende 1.700 Menschen da. Also ich glaube, insgesamt waren es... Parallel. Parallel waren es 1.700 Leute gleichzeitig, die teilgenommen haben. Und es hat einfach funktioniert. Ne? Es war so ein bisschen, sehr aufregend bis dahin, aber es ging. Eine Woche mit wenig Schlaf, aber es hat funktioniert. Und dann war irgendwie klar, dass wir jetzt weitermachen wollen. Ne? Ja, klar. Nur hatten wir Big Blue Button ja quasi im Griff. Und dann muss man vielleicht die Kurve kriegen, nochmal zu sagen, dass die Idee auch von Cyber4Edu, also dem Verein, dem eingetragenen Verein, ja ist, Schulen und Bildungseinrichtungen zu unterstützen und da auch die Kommunikation zu führen und so weiter. Aber nicht unbedingt die Idee ist, dass Cyber4Edu selbst Infrastruktur betreibt. Und so kamen wir mit Freunden von uns in direkten Kontakt, also alles auch Umfeld, CCC Berlin und andere, die sowieso auch schon lange den Plan hegten, mal Infrastruktur für das Gute, Open Source Infrastruktur für das Gute zu betreiben unter dem Titel InfraRun, also Infra.run. Und so ein bisschen genau wie Cyber4Edu eigentlich das Bootstrapping-Problem hatte, zu sagen, wie fangen wir es, wie zetteln wir es denn an? Ne, das ist ja viel Arbeit und die ist erstmal sehr schlecht bezahlt und man muss irgendwie die Hürde schaffen, aber nun waren wir halt plötzlich eine große Community und eine Menge Leute wollten das auch in der Pandemie, auch wissend, dass die noch nicht rum sein würde. Ne? Und das Wiederkommen, das war klar. Genau. Ja. Und so hat das eben auch InfraRun, also dem Teil, der die Infrastruktur betreibt, einen Boost verliehen. Wir haben dann, wollten eigentlich eine Genossenschaft gründen, das steht auch noch aus. Das ging aber jetzt in der Pandemie nicht so schnell. Jetzt also schnell eine GmbH. Wurde es eine GmbH, die InfraRun Service GmbH. Die gibt es jetzt und tut eine Menge Dinge in diesem Bereich. In erster Linie Big Blue Button betreiben. Und da haben wir dann wirklich gelernt, also auch, muss ich sagen, was ich so nicht eingeschätzt hätte, aber der Aufwand, den es macht, so ein Big Blue Button auch wirklich einigermaßen safe zu betreiben, ist echt groß. Also da gibt es, glaube ich, auch noch einen eigenen Talk zu, wenn ich mich richtig entsinne. Ist das so? Sag mal ja. Ja, ich meine, stimmt. Waschtel hätte sowas erzählt, dass er da noch was zu erzählen will. Aber die Hürden sind groß, insbesondere wenn man dann merkt, dass gerade bei Open-Source-Software hast du den Vorteil, du kannst da reinschauen, aber wenn du es dann tust, dann findest du Dinge, die siehst du ja normalerweise sonst nicht so direkt und dann stellst du fest, so, wow, okay, das jetzt wirklich safe zu betreiben für Kinder in Schulen ist eine Herausforderung und das hat einfach richtig, richtig, richtig viel Arbeit gekostet. Ne? Aber es ist uns dann auch noch gelungen, einen zweiten Kontakt herzustellen. Das war, glaube ich, in den Sommerferien, dass wir das erste Mal den Kontakt zu unserer Senatsverwaltung gesucht haben, weil wir gedacht haben, wenn dann ganz richtig und haben dann insbesondere, denke ich auch, als eine Folge von dem erfolgreich absolvierten Barcamp es geschafft, dass wir nach den Herbstferien, ne? Nach den Herbstferien dieses Jahr kamen wir dann mit der Senatsverwaltung, kamen wir jetzt in die glückliche Situation, dass wir mit der Senatsverwaltung hier in Berlin einen Piloten starten konnten mit 6 Schulen und die Zielsetzung war es, dass wir der Senatsverwaltung nachweisen sollten, dass wir das alles, was wir behaupten, auch hinkriegen. Genau. Hatten dann am Ende 5 Schulen, die auch wirklich wollten, 5 motivierte Schulen, breites Spektrum, Grundschule, Gymnasium, Oberstufenzentrum und haben dann über ungefähr 1,5 Monate, ne, die auch wieder uns gegenseitig an die Hände genommen und den Piloten durchgeführt, Schulungen angeboten, Unterstützung geleistet und getuned und gemacht und getan. Und dann auch mit einer positiven Bilanz abgeschlossen. Ja. Wir haben Bericht abgeliefert und alle waren soweit zufrieden. Was dann zu unserer großen Freude, tada, dazu führte, dass wir jetzt tatsächlich beauftragt sind von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie.
berlinweit alle staatlichen Schulen mit Big Blue Button zu versorgen, also komplett rundum Open Source versorgt in die Breite zu gehen. Eine krasse Herausforderung, aber was wir, glaube ich, jetzt inzwischen nach einem Jahr Arbeit, wo wir gut vorbereitet sind. Ja. Also ich meine, die Messlatte liegt hoch, ne? Ja, die, klar. Da wir ja nun in dem, also da der Lockdown ja vorläufig erstmal weiterläuft, wird es am 4. Januar mit voller Mannschaftsstärke der Berliner Schulen ins Homeschooling gehen oder bleiben. Wir sind ja schon seit einer Woche vor den Ferien im Lockdown. Und da laufen jetzt die Arbeiten im Maschinenraum natürlich auf Hochtouren. Und wir sind dabei, alles vorzubereiten, damit der Run auf Big Blue Button, auf unser Big Blue Button im Januar gut läuft. Aber erstmal, tada, freuen wir uns ganz wahnsinnig, dass wir das Vertrauen der Senatsverwaltung gewinnen konnten. Und jetzt der ausgewählte Partner hinterm Lernraum. Es gibt ja das Projekt Lernraum Berlin, was eine Moodle-Installation ist, in der viele der Berliner Schulen eingebunden sind. Und wir jetzt als Videoconferencing-Lösung dahinter, also wir an der Stelle, ja welches wir auch immer, das Big Blue Button dann anbieten werden. Und das war jetzt von einer losen Idee am 36C3 über ein paar Highlights des Jahres für uns ein Wahnsinnsabschluss zu sagen, wir haben das jetzt im Team Cyber4Edu und InfraRun gemeinsam irgendwie hinbekommen, nach außen hin das Vertrauen aufzubauen und auch innen drin das Vertrauen zu haben, dass wir es miteinander auch aushalten und schaffen. Und dass wir es auch hinkriegen, ne? Das ist ja auch wie, also man muss sich das nicht vorstellen, das ist nicht so, dass man da so ein Skript laufen lässt auf so eine Maschine und dann läuft das, ne? Sondern da ist richtig Automatisierungsaufwand noch und nöcher gefragt. Ja, und viele Personen, ne? Also und ich meine, Leute. Wir beide stehen jetzt hier, aber es sind hintenrum mit Sicherheit, was sage ich mal, 40, 50 Personen, die da irgendwie im weitesten Felde oder im näheren oder weiteren Umfeld eingebunden sind, die alle hochmotiviert, bisher mehrheitlich ehrenamtlich, was wir jetzt natürlich schrittweise ändern werden, können wir auch mit Fremdengeld agieren. Bisher war sehr viel privat eigenfinanziert. Jetzt sind wir in der Situation, dass wir mit Geld so richtig Angestellte und verbindlich und so alles ganz ordentlich machen können. Genau, trotzdem nicht profitorientiert, das ist auch uns ganz wichtig, dass es da nicht ums Geldverdienen geht und wir uns auch nicht als Firma begreifen, sondern es geht nach wie vor, muss man auch mal ein bisschen sagen, darum, und da kommen wir vielleicht dann auch mal zu den Forderungen, die wir noch so hätten, es geht darum, dass wir die ganze Zeit als Cyber4Edu, als InfraRun Dinge tun, die eigentlich Schulträgeraufgabe sind, die eigentlich Kultusministeriumsaufgabe sind und kann man ja, ruhig schon so sagen. Total, ja, also zumindest so die strukturellen oder die grundlegenden Dinge sind ja, wie wir jetzt ja dadurch, dass wir inzwischen mit wirklich einer größeren Anzahl von Schulen und das nicht nur in Berlin, wir haben einen großen Partner über den Sommer auch in München gefunden, die Software für Schulen herstellen, an über 700 Schulen in der ganzen Bundesrepublik vertreten sind. Also wir reden jetzt nicht nur aus den paar Schulen, die wir hier kennen, sondern auf Basis von wirklich einer großen Menge quer durch die ganze Republik. Und die Probleme sind, oh Wunder, doch immer die gleichen. Insofern war einer der Gedanken, die wir hatten, dass das alles zentralisierter gehört, ne, bis zu der Ebene, wo die Technik aufhört und dann die Pädagogik und die didaktischen Ansätze anfangen. Bis dahin gehört es einfach nicht in die Schule, so wie es in der Vergangenheit oft war. Der Lehrer, der am schnellsten seinen Laptop angeschaltet bekommt, wird zum IT-Verantwortlichen und ist dann in der Verantwortung, Dinge zu tun, die einfach außerhalb dessen liegt, was er jemals in seiner Ausbildung gesehen hat, was einfach ein seriöser Handwerksberuf ist. Ne? Das Administratoren sind Leute, die viele Jahre studieren und lernen müssen, bevor sie das ordentlich hinbekommen. Und das haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut getrennt bekommen und sind da vielleicht jetzt auf einem besseren Weg. Vielleicht muss man da auch sagen, das ist der erste Schritt. Also Videoconferencing ist jetzt halt wichtig, aber angetreten sind wir eigentlich, um eine Software, Open-Source-Software-Sammlung zu erstellen, zu empfehlen, anzubieten, zu analysieren und auf Tauglichkeit zu überprüfen und dann eben auch das Angebot zu machen, sie zu betreiben über InfraRun, die eben eingesetzt werden können. Und deswegen wäre mir auch nochmal wichtig, die Forderung ganz klar zu formulieren, dass wenn so etwas von öffentlichen Geldern, von öffentlichen Mitteln finanziert wird, dann muss es auch offene und freie Software sein.
Das heißt nicht, dass sie nichts kosten darf, das heißt nur, dass sie tatsächlich nicht den Säckel von irgendwelchen Großkonzernen in den USA füllt, die obendrein noch Geld damit verdienen, dass sie diese Daten sammeln und auswerten und damit dann irgendwann in 10, 15 Jahren mit den Kindern und jetzt schon Unsinn machen. Insbesondere, wenn die Grundlage irgendwelche Schenkungen und Gratislizenzen sind, die am Ende ja nur darauf hinaus gestrickt sind, eine langfristige Abhängigkeit zu schaffen. Aber was ja vielleicht auch noch wichtig ist zu betonen, ist, dass wir ja, ne, wir reden darüber, dass wir das große Ganze im Blick haben, aber die Basis ist ja in vielen Schulen immer noch nicht gegeben, im Sinne von Pädagogen haben nicht das persönliche Laptop, sondern arbeiten mit ihrem privaten Schüler, erst recht nicht, haben die Infrastruktur, die sie brauchen, weder in der Schule ordentliches Netz noch zu Hause. Alles gut, irgendein Handy hat getackert. Also wir haben leider immer noch die Situation, dass die Grundlagen fehlen und die müssen geschaffen werden. Und dazu gehört auch, dass in das ganze Thema Medienkompetenz und Umgang mit der Software in der Lehreraus- oder Lehrerinnenausbildung bis heute nicht verankert ist. Das heißt, Pädagoginnen kommen in die Schulen und sind einfach auf schon. Ja. Und wir versuchen jetzt aus unserer Sicht da Dinge, von denen wir etwas verstehen, anzubieten, beziehungsweise halt Vernetzung ja auch zu betreiben. Wir haben eine Menge Lehrer und Datenschützer und Juristen und, wie wir ja schon am Anfang gesagt haben, ein buntes Spektrum an Menschen, die uns unterstützen und nicht nur eben Techniker, aber auch Techniker. Ja. Ja, auch ganz wichtig nochmal, dass wir überall in die Köpfe reinbringen, dass eben Schutz der Privatsphäre keine Lappalie ist, ich weiß, das ist immer für ganz viele schwer nachvollziehbar zu sagen, ja, aber jetzt brauchen wir doch eben schnell und es ist doch jetzt egal. Es ist eben tatsächlich nicht egal, weil das ist nicht mal so ähnlich wie hieß es bei Rot über die Ampel gehen, das ist mal eben eine Ordnungswidrigkeit, aber wenn die Daten erstmal im Netz drin sind und die Datensammlungen erstellt sind, dann haben die einfach ein Leben lang Relevanz. Das ist nicht so ohne weiteres wieder gut zu machen. Ja, und deswegen ist es schon total wichtig und wir haben auch dazu geltendes Recht und Gesetze. Und die zu brechen und die Schülerinnen und Schüler aufzufordern, WhatsApp zu benutzen oder so, das ist einfach nicht in Ordnung. Das ist so, wie sie aufzufordern, doch ihr Essen zu klauen, statt zu bezahlen. Das geht halt nicht. Ja, wir hoffen, dass das nicht zum Standard gehört. Nee, aber bei Software und bei Services im Internet ist es irgendwie gewohnte Praxis, dass alles umsonst und frei zur Verfügung stehen muss und ohne sich darum Gedanken zu machen, wo es herkommt und wo eigentlich das Geschäft mitgemacht wird. Ja, und ganz wichtig, immer wenn es auch darum geht, dass Software, also nicht freie Software, an sich kommerziell betriebene Software irgendwie kein Geld kostet. Ja, dass Schulen jetzt plötzlich Microsoft irgendwas kostenlos angeboten kriegt, da muss man sich kurz überlegen, wie, warum und also diese ganzen Services, wo ja richtig Tausende von Mitarbeitern teuer bezahlt werden dafür, dass sie diese Softwareentwicklung machen. Und da kommt eben dieser Teufelskreis in Gang, jetzt wird an den Schulen überall Word und Excel gemacht und dann hast du in den Firmen Word und Excel. Und dann müssen die in der Schule Word und Excel machen, weil in den Firmen gibt es ja Word und Excel. Mhm. Ja, ein Teufelskreis. Und da müssen wir raus. Aus dem Ding müssen wir raus. Und da kommen wir nur raus, wenn wir, und das ist auch eine wichtige Forderung, wenn wir die Vielfalt zeigen an der Schule. Es ist Aufgabe der Schule, Vielfalt zu zeigen. Es gibt nicht nur dieses eine Produkt oder diese eine Klasse von Produkten. Und wir werden es nie ändern und da nicht rauskommen, wenn wir nicht die Alternativen zeigen und sich die Kinder und Jugendlichen damit auch auskennen. Es wird wichtiger, sich in Zukunft im Job mit Datenschutz auszukennen, als Führerschein zu haben oder Word bedienen zu können. Ja, insofern halten wir das für eine extrem wichtige, auch für die Zukunft der Arbeitswelt insgesamt, für eine wichtige Aufgabe, klarzumachen, dass Datenschutz und Privatsphäre einfach auch extrem wichtig ist für erfolgreiches Business, wenn du so willst, oder überhaupt vernünftigen Umgang miteinander, ne? Weil ohne Privatsphäre keine Demokratie, wird dann auch ganz schwierig, ne? Also sollten wir uns da mehr Gedanken machen.
Ja, wollen wir so zum Ende hin nochmal vielleicht kurz die Kurve kriegen und Fragen beantworten, wer Lust hat, hier mitzuwirken oder sich einzubringen. Wir sind natürlich auf dem Kongress gut vertreten. Wer mag, wir können kann unser Assembly mal erwähnen, genau. Guter wer Punkt. Mag, ist herzlich willkommen, unsere Assembly aufzusuchen, die mit viel Liebe und Vergnügen gestaltet wurde. Und wir haben die ganze Zeit jetzt Talks im Angebot. Wer Lust hat, geht einfach auf unsere Webseite, kommt dienstags zu unserem Stammtisch, der seit der Gründung, glaube ich, niemals ausgefallen ist, jeden Dienstag 21 Uhr. Der Link ist auch auf unserer Webseite zu finden. Dann sind wir natürlich sehr offen für Spenden und Fördermitgliedschaften. Wer Lust hat, also wer keine Zeit hat, aber Lust hat zu unterstützen, kann herzlich gerne Fördermitglied werden. Genau. Also als, und wer Schulträger ist, kann sich auch mal melden, gerade jetzt in der Pandemie, gern genommen, ne? Und wer dann die Hand anlegen will und unterstützen will, findet dann vielleicht ein Mitglied, das eine Einladung ausspricht. Genau. Gut, sind wir soweit am Ende, ne? Wir wären jetzt offen für Fragen aus dem Fragen angesammelt. Ich versuche das mal in der Reihenfolge zu machen, wie ich sie hier habe im Pad auftauchen sehen. Die erste Frage ist, why are you so awesome? Danke, sag ich einfach mal. Geben wir uns eine Mühe. Okay. Die zweite ist, was ist euer Busfaktor? Busfaktor? Ja, sprich, der Busfaktor, wie gefährlich ist es? Den Busfaktor haben wir total im Blick. Also wir hatten am Anfang einen relativ hohen Busfaktor. Also es waren Steini und ich in vorderster Front, aber jetzt sind wir sehr breit aufgestellt. Also wir haben überall... Ich weiß nicht mal, was ein Busfaktor ist. Die Frage war, was passiert, wenn uns beide ein Bus Ach erwischt? Ach so, ja, nee, easy. Wir sind total unwichtig. Wir stehen hier nur und reden. Dann braucht es halt jemand anders, der da steht. Zum Glück können wir jetzt entspannt hier reden und brauchen uns keine Sorgen zu machen, ob die Infrastruktur für die Senatsverwaltung entsteht. Da sind andere Helferleins gerade ja. am Werk. Ja, also wir haben auch so ein immer ein Mehr-Augen-Prinzip, das heißt, an wichtigen Systemen wird immer nur mindestens zu zweit, besser zu dritt gearbeitet. Zum Glück hängt es nicht an uns beiden, das wäre schlimm fürs System. Nee, genau. Ja. Wow. Aber dafür haben wir auch genug Erfahrung, auch im richtigen Leben, um da nicht leichtsinnig zu sein, ne? Also wir haben alle schon auch mal so Business-Kram gemacht, der auch mal funktionieren musste, ne? Ja. Dann die Frage, was ist das Beste, was euch passieren könnte, um euer Projekt nachhaltig zu machen? Nachhaltig? Ich weiß auch nicht. Ein Ziel, was wir verfolgen, ist ja, dass wir versuchen, alles, was wir machen, hinreichend so zu dokumentieren und auch wieder zu veröffentlichen, dass es andere aufgreifen können, um es zu benutzen. Und was noch so eins der Ziele für mich für uns fürs nächste Jahr wäre, dass wir auch Menschen finden, die so ähnlich wie wir in anderen Regionen oder einfach nur an anderen Orten Lust haben, uns die Idee zu unterstützen und das, was wir haben, zu nehmen und wir es gemeinsam verbessern können. Also dass es einfach mehr Cyber for Edus gibt. Ja. Und wir schaffen das zu replizieren und unter die jetzt ja, es gibt ja schon viele da draußen, die auf ähnlichen Bahnen unterwegs sind und wir noch mehr dazu kommen, gemeinsam die Dinge zu bearbeiten. So, wir haben gar nicht Blindzeit erwähnt, ne? Über oh, das ja, Jahr. Ja. Erzähl doch mal noch kurz was zu Blindzeit. Ja, Blindzeit sind die Softwareentwicklerinnen und Entwickler, die BigBlueButton gebaut haben. Und es war ein mühsamer Prozess, da in Kontakt zu kommen. Und wir haben halt relativ viele Bugs gefunden, die dann immer reportet. Großer Vorteil von Open Source Software, dass man das überhaupt kann. Und haben Vorschläge gemacht und es war erstmal so ein mühsamer Prozess. Wir haben dann vor kurzem tatsächlich rausgefunden, woran das liegt, als der CEO von Blindzeit mal tatsächlich mit uns direkt sprach, also in einer größeren Runde auch von Universitäten, die BigBlueButton groß betreiben, mit denen wir gut vernetzt sind und so weiter, und stellten fest, die hatten das gar nicht auf dem Schirm, dass in Deutschland so eine gigantische Community aus Kanada. Naja, gut. Da sieht man gerne mal Deutschland. Ja, da sieht, genau. Aber der war total fast schon gerührt darum, wie viele Leute Bock haben auf seine Software. Mit dem sind wir jetzt direkt im Kontakt. Wir haben also einen direkten Draht zu Blindzeit. Der hat volle Unterstützung zugesagt. Und wir arbeiten jetzt inzwischen gemeinsam daran, die nächsten Versionen entsprechend besser zu machen. Also noch wir besser. Sind da auf einem sehr, sehr, sehr ja. guten Weg. Ja, na klar. Ja. Bei aller Liebe, da ist noch ganz schön viel zu tun, kein Zweifel. Aber anders als bei kommerzieller Software kann man das wenigstens. Ne? Schon auch wichtig. Da kennen wir die Bugs zumindest, ja.
Genau. Wir sammeln sich gerade ein paar Fragen zum Didaktischen, aber vorher noch die eine Frage, bevor wir zu didaktisch übergehen. Könnte die InfraRAN GmbH auch als Verantwortungseigentums GmbH betrieben werden? Gibt es auch eine Erklärung, was das sein soll? Ich wollte gerade fragen. Der Begriff Verantwortungseigentum bezeichnet solche Unternehmen, deren rechtliche Gestaltung eine sinnorientierte und nachhaltige Wirtschaftsweise auf Anteilseignerebene sicherstellt. Sie befinden sich dadurch in Verantwortungseigentum. Ah ja. Interessant. Also wir hatten die Idee der Genossenschaft auf dem Zettel für die InfraRAN, weil wir finden, dass der Verein als Verein halten wir für total tauglich, ne? Aber den Betrieb genossenschaftlich zu betreiben, ist momentan die beste Idee, die wir haben. Wenn es da bessere gibt, sprich uns an, erklär uns die. Ich bin kein Jurist, ne? Aber Genossenschaft hat den großen Vorteil, dass Genossinnen und Genossen unabhängig davon, wie viel Kapital, Arbeit und so weiter sie einlegen, immer jeweils genau eine Stimme haben. Und das finden wir ein gutes Grundprinzip. Aber also gerne auf uns zukommen und mit uns reden, wir laden da gern dazu. Klar, bessere Optionen sind immer herzlich willkommen. Und dann wird hier geschrieben, dass er zwar viel über Infrastruktur gesprochen hat, aber damit ist es ja nicht getan. Nee. Und jetzt sammeln sich die Fragen, wie bildet ihr Lehrerinnen fort? Könnt ihr Schüler mit fortbilden? Gibt es da schon Erklärvideos? Braucht ihr jemanden, der solche erstellt? Könnte man das irgendwie unbedingt für Schüler und Lehrer machen? Das, was wir bisher, vor allen Dingen das Programm, was wir an der Stelle bisher angeboten haben, beinhaltet, dass wir immer da, wo wir neu gestartet sind, wir regelmäßig pro Woche Sprechstunden hatten. Wir haben Schulungskonzepte für Big Blue Button, wir haben Erklärvideos, das findet sich alles auf unserer Webseite, aber wir sind da noch lange nicht am Ende. Also da ist noch viel Luft, da kann noch viel Brauchbares entstehen, insbesondere wenn es auch darum geht, didaktische Konzepte zu haben oder gemeinsam zu entwickeln, die auf die neuen Medien abgestimmt sind. Wie nutze ich eine Videokonferenz effizienter im Homeschooling als jetzt rein nur durch als eine Gesprächsplattform. Ja, also wir haben ein bisschen was. Dazu gibt es auch Talks, die laufen jetzt während des Remote-Kongresses und wir sind wahnsinnig interessiert an Unterstützer. Ja. Total. Unser primärer Kanal für die Zusammenarbeit haben wir noch gar nicht erwähnt, ist Matrix. Wer also uns sucht, findet uns auf Matrix auch. Aber das ist auch alles auf der Webseite erklärt. Und da gibt es auch Gruppen, die sich um Didaktik und OER ist natürlich ein wichtiger Schlagwort. Wenn wir was machen, dann ist es auch wieder freier Inhalt, auch auf der Ebene der Lerninhalte. Und vor allem geht es eben nicht nur um Big Blue Button, sondern es geht uns darum, den Schulbetrieb Open Source Software-seitig zu gewährleisten auf allen Ebenen. Ja, also wir arbeiten mit Moodle zusammen, wir haben Nextcloud-Kompetenz bei uns drin, Matrix, also das Spektrum ist größer. Nur war der Fokus im Moment halt vor allen Dingen erstmal miteinander reden zu können. Und da kam die Videokonferenz halt ins Rennen und alles andere kommt dann jetzt Schritt für Schritt. Aber Bildung ist so ein irrsinnig wichtiges Thema, das merkt man jetzt bei diesen ganzen Covidioten auf der Straße. Das ist auch Zukunft ist wirklich so, ne? Also kann es gar nicht genug für die Bildung tun, deswegen finde ich es auch ein bisschen schade, wie es bisher gelaufen ist und hoffe, dass wir damit auch dazu beitragen, dass wir da nochmal einen Boost kriegen und eine große Community. In aller Bescheidenheit hoffen wir da einen Beitrag leisten zu können, ja. Genau. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, weil pünktlich zum Ende unserer Redezeit sind auch die Fragen im Pad ausgegangen. Hier wird noch applaudiert und vielen Dank. Macht weiter so gewünscht. Und ich danke euch auch herzlich. Dankeschön. Danke, war ein Fest und tschüss. Danke ans Team. Und bis gleich, genau. Und danke an alle, die das hier möglich machen.